Oh, moin, was macht ihr denn hier nachts? Ihr seid wahrscheinlich genau wie der Doc und ich auf der Suche nach coolem biologischen Content. Wir schlagen uns hier nämlich schon jetzt ein paar Stunden durch die Büsche in der Dunkelheit. Das ist ganz wichtig, deswegen praktisch, dass ihr jetzt auch gerade nachts hier auftaucht, weil wir gerade auf der Suche nach einem Wesen sind. Naja, das versteckt sich hier in den Ritzen und Winkeln der Gewächshäuser des Botanischen Gartens. Und der Doc hat da natürlich viele spannende Infos zu, deswegen würde ich sagen, schlagen wir uns jetzt gleich mal ab ins Grüne. Nachts in unseren Gewächshäusern. Wir haben schon gehört, wir wollen geheimnisvolle nächtliche Wesen aufspüren, die streng nachtaktiv sind. Man muss warten, bis es ganz dunkel ist. Dieses geheimnisvolle Wesen ist auch streng nachtaktiv. Das ist eine Angrecum, eine Orchidee aus dem tropischen Ostafrika, die nachts dann in ihrer Heimat Nachtfalter anlockt mit diesem Nektarsporn. Es duftet auch sehr gut. Dass wir Pflanzen aus aller Welt haben, das erwartet man von botanischen Gärten, das ist normal. Und diese Pflanzen haben wir natürlich absichtlich. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte sind die hierher gebracht worden. Und unabsichtlich hatten diese Pflanzen aber blinde Passagiere im Gepäck, zum Beispiel Periplaneta australasiae, eine Schabe, die wir hier in den Gewächshäusern nachts in Mengen sehen. Ein bisschen gruselig für manche. Wir haben aber ein viel, viel cooleres Tier noch, was vor 150 Jahren in die Gewächshäuser der botanischen Gärten gekommen ist. Und aus fast allen Gärten ist es ausgestorben wieder. Und wir haben es noch. Bei uns hat so manches überlebt, was es anderswo nicht mehr gibt. Sind wir jetzt hier in unserem Arbeitsraum hinterm Arazenhaus. Das Arazenhaus ist von 1830 und dieser Garten hat ja genauso alt, wirklich von um die 1830 auch Katakomben. Hier ist ein Topfkeller und da gehen wir jetzt rein und suchen unser Tier. Kopf einziehen, muss ich mir selber immer wieder sagen. Dieser Topfkeller ist in den Stadtwall gebaut, ist von 1830 auch ungefähr. Damals gab es noch keine Sicherheitsbestimmungen. Was suchen wir hier? Was soll hier für ein Tier leben? Hier ist ja keine einzige Pflanze. Wovon will hier irgendwas leben? Wir suchen ein wirklich geheimnisvolles Wesen, die Gewächshausschrecke. Tachycines asinamorus. Das ist eine Höhlengrille, Höhlenschrecke, wahrscheinlich aus dem tropischen Südostasien, die vor ungefähr 150 Jahren, so die Zeit Zeit von Darwin eigentlich, die große goldene Zeit der Naturforscher und der Pflanzensammlungen und so weiter, da kamen die in die botanischen Gärten, hat dann sich wurde verbreitet mit Pflanzen, mit Töpfen und so weiter, galt als Schädling, man hat sie versucht zu bekämpfen und mit großem Erfolg, also in den meisten Gewächshäusern ist sie wieder ausgestorben, aber bei uns hält sich eine Population und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und wir müssen an den Wänden gucken oder auch unter der Decke, die sitzen da wie Spinnen mit ganz langen Beinen, kommen nur nachts raus, da ist eine. Ja, was für ein verrücktes Tier, wie eine Spinne mit diesen langen Beinen und den ganz, ganz langen Antennen. Hätten Spinnen natürlich nicht, sind wir uns einig. Und so lebt es dann, sitzt es unter der Decke oder an den Wänden und tastet sich durch seine dunkle Welt mit ganz auch enormen Sprungbeinen, wie man sieht. Die können sagenhaft springen, sind ja Langfühler, Heuschrecken oder Grillen. Die können ohne weiteres einen Meter weit springen, also die sind gar nicht so leicht zu kriegen. Ja, was fressen die hier? Warum sind die hier im Keller und nicht im Gewächshaus? In den alten Gartenbüchern steht, in diesen vergilbten Gartenbüchern aus Großmutters Zeit, da steht drin, Schädlinge muss man abködern und vernichten und so weiter und so weiter. Ich habe die aber immer faszinierend gefunden und bin ja schon ewig Terrarianer und hatte mir jetzt vor vielen Jahren schon mal zwei Pärchen mitgenommen, wollte die züchten. Und am nächsten Morgen hatten immer die Weibchen die Männchen aufgefressen. Und dann habe ich gedacht, es ist ja, vielleicht sind es ja nicht wirklich Pflanzenfresser dann offenbar. Und habe festgestellt, die fressen Fischfutter, fressen tote Insekten und so. Es sind offenbar Fleischfresser, die waren nie Pflanzenfresser. Also und ja, wie man sieht, sie sind ja auch gar nicht im Gewächshaus, sie sind hier im Keller. Wahrscheinlich fressen sie hier Spinnen, vielleicht fressen sie toten Schaben, die hier liegt eine. Vielleicht fressen sie die toten Schaben, vielleicht fressen sie auch die Gewebe der Spinnen, die ja auch aus Protein bestehen. Also jedenfalls ein faszinierendes Tier mit einer geheimnisvollen Lebensweise und tatsächlich ja früher gang und gäbe in den warmen Gewächshäusern. Heute muss man sie wirklich suchen und wir sind sehr, sehr stolz. Diese Population ist schon seit Jahrzehnten bekannt und sie hat sich offenbar bis 2021, 2022 gehalten. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir sie hier im Botanischen Garten noch haben. Das soll auch so bleiben. Ja, im Botanischen Garten gibt es verrückte Sachen. Mit Gewächshausschrecken rechnet man vielleicht nicht. Normalerweise denkt man, ich gehe jetzt hier gerade im Winter dann mal in die Gewächshäuser, um mich dem Zauber der tropischen Pflanzenwelt hinzugeben. Also ich hoffe, wir sehen uns dann hoffentlich auch am Tage, wenn man mehr sieht.
recht bald wieder im alten Botanischen Garten.